Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Und die erste Frage natürlich erstmal an Norbert auch gerichtet. Wie hoch schlug das Mercedes-Herz, als George Russell über die Ziellinie kam und seine erste Karriere-Pole geholt hat? Ja, ich glaube, wenn man da ehrlich ist, da ist man einigermaßen abgeklärt. Natürlich freue ich mich sehr, aber was die Formel 1 zurzeit zu bieten hat, ist einfach mustergültig. Gestern wurde für heute Regen prognostiziert und Mercedes war absolut nowhere. Auch im Trockenen absolut nowhere. Heute gab es keinen Regen und Mercedes ist auf der Pole. Also mehr Überraschung geht nicht mehr. Und ich glaube, niemand hat damit gerechnet. Und vielleicht sogar die Verantwortlichen und das Team am wenigsten. Aber ich glaube nicht, dass hier der Spruch unverhofft kommt, oft zutrifft. Solche Pole Positions kriegt man, wenn überhaupt, alle Jubeljahre. Die war fair, die war erkämpft. Das war kein Zufallsprodukt. Da ist Performance da. Und das zeigt ja das, was wir oft schon in diesen Gesprächen gesagt haben. Wenn die das mal zusammenbekommen, dann kann das Auto und Fahrer ja sowieso, das wissen wir, sehr, sehr viel. Und ich könnte jetzt sagen, ich habe es immer schon gewusst, wir haben ja oft genug in diesen Gesprächen gesagt, pass mal auf, die kommen schon noch aus der Ecke. Aber ich will da jetzt nicht den Sieg für morgen prognostizieren, aber das war ein 1A, astreiner Job heute, gar keine Frage. Und dass Hamilton gehandicapt war mit dem DRS, ist sicher keine Ausrede, sondern eine Tatsache. Und Russell ist einfach ein echter Knaller, der mindestens auf Hamilton-Niveau in der Regel fahren kann. Und das ist sehr beeindruckend. Wir können uns nochmal die Jubelbilder angucken von Toto Wolff. Von dem gab es natürlich auch tolle Jubelbilder, weil ich glaube, auch er war ziemlich überrascht, als dann klar war, dass George Russell die Pole Position sich geholt hat. Da sehen wir ihn. Sehr, sehr überraschend und auch das natürlich auch ein Ausdruck der Freude. Bernd, wie überrascht warst du von der Pole von George Russell? Ja, ich habe ja hier irgendwo auf der Brust das Fiat-Zeichen. Ich bin bei uns im Hospitality gesessen, mit Overall noch an, weil es war doch am Anfang bis oder vor dem Training, vom Qualifying, ein bisschen kritisch noch mit dem Wetter. Und wo der das Ding rausgelassen hat in Q3, da bin ich hochgesprungen, wie so ein kleiner Sieg gefeiert wurde, weil ich habe gewusst, die Performance ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dieses läuft, wenn der eine freie Runde hinkriegt, dann geht er was. Aber ich hätte nie gedacht, dass es zum Pole reicht. Und genauso überraschend war es dann für mich. Und ich habe mich echt tierisch gefreut von George, für das Team auch, dass im Endeffekt, sie wissen, dass nicht immer alles ganz rund läuft. Sie haben es erst gestern bemerkt oder mitbekommen, dass es gar nicht rund gelaufen ist. Toto hat gestern Abend mit dem Kopf geschüttelt. Ich konnte ganz kurz mit ihm reden, hat er gesagt, darf ich dir gar nicht alles erzählen, was da schiefgelaufen ist, aber die glauben dran und kämpfen, und wenn dann ein Fahrer das auf den Punkt umsetzen kann, dann ist es natürlich noch viel schöner für ein ganzes Team, und die Energie nimmt man dann mit. Und wir haben es letztes Jahr in Ungarn gesehen, was möglich sein kann, als Esteban Ocon gewonnen hat, und jetzt, ich bin gespannt auf morgen. Also es ist alles möglich, man muss hier erstmal vorbeikommen, die richtige Strategie haben. Und also wie gesagt, es ist morgen, das Podium ist für einige der Fahrer offen. Du hast es ja gerade angesprochen, auch gerade wenn man auf den Freitag blickt, die Mercedes im Training zeitweise mehr als 2 Sekunden Rückstand, wie man gesehen hat. Hast du eine Erklärung, was gestern war und wie man das Problem jetzt quasi über Nacht behoben hat? Ich glaube, Norbert hat es vorher schon so ein bisschen angedeutet. Also den gestrigen Tag war es relativ einfach zu erklären, dass sie einfach selbst zu viele Fehler gemacht haben innerhalb vom Team, von der Abstimmung her. Da war die Koordination nicht so ganz beieinander. Ich glaube, 2 so heiße Wochenende hintereinander. Da kommen Fehler bei allen Teams vor, und Mercedes hat sich da gestern mächtig ins Zeug gelegt, diese Fehler dann auch wirklich zu machen. Und daraus haben sie gelernt, sich zusammengerissen, heute Morgen Schritt für Schritt analysiert, obwohl es heute Morgen logischerweise nass war. Aber einfach, sag ich mal, das, was sie haben, zusammensortiert, und der Fahrer hat es dann auf den Punkt, auf die Runde umgesetzt. Und das muss man schaffen, ja. Klar, Verstappen hat ein bisschen Pech gehabt, aber das ist auch dann die verdiente Pole Position, die sich George Russell
aus seiner Leistung im Team zusammen eingefahren hat. Über Max Verstappen sprechen wir natürlich auch noch. Da war es natürlich eher ein kleines, mittelgroßes Debakel. Norbert hat es ja gerade schon vorhin angesprochen, die Problematik bei Hamilton. Was wäre möglich gewesen, wenn Hamilton das DRS-Problem nicht gehabt hätte? Wäre das vielleicht eine 1-2er-Platzierung sein können? Ich bin kein Freund von Spekulationen. Er ist nicht auf dem zweiten Platz. Und man kann höchstens rückschließen und sagen, den Speed, den der Russell hat, hat Hamilton in der Regel auch und in den letzten Qualifyings und Rennen sowieso. Aber was wäre, wenn, ist immer schwierig. Er hat ein Handicap gehabt und ich habe keinen Zweifel, dass er zu gleichem oder ähnlichem in der Lage ist, ob das dann auf Platz 2 reicht oder das kann man wirklich nur spekulieren und spekulieren kann ich nicht gut. Jetzt mit Big Morgan aufs Rennen. George Russell war ja 44 Tausendstel schneller als Carlos Sainz. Eigentlich hat man ja damit gerechnet, dass die Ferraris da auf Pole fahren. So hat sich zumindest mal angedeutet. Und dass dann letztlich Russell über die Ziellinie fuhr und sich dann überraschenderweise die Pole Position geholt hat. Da hat ja keiner so wirklich damit gerechnet. Jetzt mit Blick auf morgen. Was ist jetzt morgen drin? Kann Norbert George Russell Platz 1 verteidigen, kann er mit dem Speed, kann der Mercedes aktuell mit seiner Speed das Rennen gewinnen? Also ich erinnere mich an ein Rennen in Ungarn, das war der Thierry Boutsen und er war beileibe nicht schnellster mit dem Williams damals. Im Gegenteil, der hat dann irgendwann gegen Ende zu den langsamsten gehört, aber überholen war da nicht möglich. So, die Strategie morgen bei Mercedes muss ganz klar sein, den Start erst gewinnen, die erste Kurve zu überstehen, was nicht so ganz leicht ist in Ungarn, wie man im letzten Jahr gesehen hat. Da war es zwar feucht, aber wenn es dann einen Auffahrunfall von hinten gibt, dann kann dich das auch als Spitzenreiter treffen. Also um die erste Ecke rumkommen, dann fehlerlos fahren, was wir bisher wissen von den Mercedes Longrun-Zeiten, waren die sehr konstant, sind gut mit den Reifen umgegangen. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen Bedenken, weil die heute im Qualifying gut funktioniert haben, dass sie dann ein bisschen auf der aggressiveren Reifennutzungsseite sind. Das könnte sein, ist zwar auch, wie, das weiß ich nicht gerne, eine Spekulation, aber ist vielleicht ein Gedanken, den man aufgreifen muss vor dem Rennen. Denn bisher war es ja immer so, Qualifying tendenziell schlecht, weil der Reifen noch nicht da war, noch nicht so viel Grip hatte, wie man ihn braucht. Und jetzt war es ja umgekehrt. Also ich glaube, man muss mal unterstreichen, dass der George Russell wirklich ein Fahrer ist, der den Braten riecht und der dann auch über sich hinaus wächst. Das hat er auch mit dem Williams in Spa im letzten Jahr gemacht. Und ich glaube, diese Spezies, das gibt vielleicht eine Handvoll Fahrer maximal im Feld, die dann wirklich so spot on, jetzt ist meine Runde, jetzt geht's. Und er hat es ja hinterher auch in der Konferenz gesagt, wenn du merkst, es wird besser und besser und es läuft, dann darf man keinen Fehler machen. Ich glaube, dass er sicherlich ein sehr, sehr besonderer Rennfahrer ist, der die Ruhe hat und der das Kalkül hat. Und deshalb, wenn sein Auto das zulässt, dann tippe ich ganz klar auf den Sieg von ihm. Bernd, jetzt kann man ja in Ungarn eigentlich recht schlecht überholen. Ist das die Chance möglicherweise morgen für Mercedes, eben weil man so schlecht überholen kann? Und wenn man quasi die Boxenstrategie der anderen Teams, insbesondere jetzt mal auch von Ferrari, quasi jetzt mitgeht, dass man dann morgen eben Chancen hat auf den Sieg? Ja, wie es Norbert auch schon gerade gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen, jetzt funktioniert da das DRS und die Geschwindigkeit nach oben, ich sag mal so überhalb von 280 mit DRS offen, speziell bei den Red Bulls und bei Ferrari, nach meinem Ermessen, was ich jetzt die letzten Rennen gesehen habe, extrem effizient sind sie da unterwegs, um in den oberen Geschwindigkeitsbereich zu kommen. Jetzt ist hier der Topspeed, ich glaube, so knapp über 300. Also geht es nicht bis 330 hoch wie auf anderen Strecken. Und das könnte auch zum Vorteil natürlich jetzt von Mercedes spielen, weil dort haben sie definitiv noch Schwächen aus meinem Gesichtspunkt heraus, was ich gesehen habe. Und das spielt natürlich dann Mercedes auch in die Karten. Sie müssen die Distanz, die Reifenwahl richtig wählen.
Startgewinn natürlich, sonst ist man gleich danach Zweiter und dann wird es schon schwierig, dann steht man noch mehr unter Druck. Und dann kommt es auch mal darauf an, passiert, kommt ein Safety Car raus, kann man zum richtigen Augenblick auch reinkommen. Wie wird das Safety Car geschalten? Kommt erst ein virtuelles Safety Car, was wir jetzt hier vorher zum Beispiel auch hatten bei anderen Rennen, und dann Safety Car Phase. Also es spielt schon viel mit rein, aber rein vom Speed her, was wir heute gesehen haben, wie konstant ist auch von den Reifen, kann ich auch, also ich traue es mir fast nicht zu sagen, als Spekulation, ja, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das Ding morgen zu gewinnen ist, wenn sie alles richtig machen. Dann warten wir mal ab, wie es verläuft. Morgen soll es wieder wärmer werden als heute, aber kein Regen. Das ist, was ich jetzt noch weiß vom Wetterdienst hier von uns. Norbert, George Russell ist ja gefragt worden beim Interview, ob Mercedes jetzt wieder zurück sei. Und er hat darauf geantwortet, dass er das nicht weiß. Ich gebe die Frage mal so ein bisschen weiter. Ist Mercedes zumindest jetzt mal ein Stück weiter dran an Red Bull und an Ferrari? Oder ist Mercedes gänzlich schon jetzt im Konkurrenzkampf zurück und wir erleben jetzt einen Dreikampf? Also wenn es der aktuelle Fahrer, der die Pole Position gefahren hat gerade, nicht weiß, dann weiß der ehemalige Sportchef sicherlich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein kleines Fenster gibt, wo man das Auto ans Funktionieren bringen kann, dass das Auto Potenzial hat, die Techniker sowieso. Ich glaube, das wissen wir alle und das ist der Truppe auch zuzutrauen. Ich will dem Gedanken nochmal ein paar Sekunden schenken. Wenn das Auto jetzt im Qualifying besser war und man muss ja das Setup vom Qualifying auch verwenden, dann kann es sein, wenn der Reifen nicht so geschont wird, wie das bisher der Fall war in den letzten Rennen, dann kann folgende Situation auftreten. Also das ist zwar eine Nicht-Überholstrecke, eine typische. In dem Infield, in dem engen Raum geht es höchstwahrscheinlich nicht. Da müsste man schon sehr, sehr stark Reifenabbau haben. Aber wo es geht, Bernd, das weißt du auch genau. Die letzte Kurve, die Gerade, wurde damals übrigens verlängert, damit es mal Überholmöglichkeiten überhaupt gibt in Ungarn. Da war ja ursprünglich eine kürzere Gerade. Und wenn ein Spitzenreiter, jetzt malen wir mal das Bild, in der letzten Ecke weniger Grip haben sollte, und wenn das der Russell ist und noch nachlassende Reifen hätte, dann ist durchaus eine Möglichkeit da, dass sowohl der Ferrari wie auch der Red Bull mit besserem Topspeed am Ende der sehr langen Geraden, eine Chance hat zu überholen. Also das muss man, glaube ich, im Auge haben. Wenn die Reifen so sind wie bei den letzten Rennen bei den Mercedes, der Russell den Start gewinnt, dann sehe ich allerbeste Siegchancen. Aber eben nur dann, wenn der Reifen mehr benutzt wird, mehr abgenutzt wird, wie das bisher der Fall war, dann kann man gerade da, wo ich es beschrieben habe, längst letzte Kurve, lange Gerade danach, durchaus gefährdet sein von schnellen Ferrari und schnellem Red Bull. Auch übrigens von einem Verstappen, der jetzt nur Zehnter ist, oder von einem Perez. Das kann sein, dass die durchaus über einen Undercut oder wie auch immer bei der Vorkommen durch ein Problem am Start der anderen. Die Chancen sind geringer, aber ich würde nicht sagen, die ersten 10 fahren mit Garantie so ins Ziel. Das, glaube ich, kann man trotzdem nicht sagen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.